Wie ist denn dein Zeugnis ausgefallen? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich freue mich, dass du bei Slime Rancher auch heute wieder mit am Start bist. Und ich habe ja letztes Mal versucht, hier meinen Bienenstock und so aufzubauen, bis ich geschnallt habe. Ich kaufe ja hier nur die Baupläne. Also die kaufe ich für Geld, die Baupläne. Und dann kann ich hier die Sachen bauen. Da brauche ich jetzt noch pinke und hier brauche ich auch Mietsplots und Knallplots und pinke und nochmal pinke und Phosphor und Honig. Das heißt, ich werde jetzt meine Plots halt erstmal hier rein packen, jedenfalls einen großen Teil, ne? Damit ich dann mir die Sachen bauen kann, damit ich was aufbauen kann. Das jedenfalls ist jetzt mein Plan. Da hinten ist alles noch gut. Ich guck mal, hier ist auch alles gut. Hier ist auch alles gut. Hier liegt noch eine einsame Möhre. Ich gehe mal noch die Plots einsammeln, die da noch so sind. Dann kann ich die da reintun. Ich kann auch meine Möhrchen hier noch verfüttern, die ich habe. Meistens komme ich ja mit den Möhrchen jetzt ganz gut weit, ne? Einmal hier, bitte sehr. Esst, ihr Lieben, esst, ihr Lieben. Finde ich übrigens auch schön gemacht, dass man tatsächlich eigentlich alle Arten von Plots braucht. Also auch die pinken, die man ja so zum Beispiel... Ich habe gar keine pinken Slimes mehr, ne? Jetzt müsste ich mir überlegen, ob ich mir tatsächlich nochmal pinke Slimes anschaffe, weil ich ja die pinken Plots gebrauchen kann. Also ja, finde ich, ist eine ganz nette Idee. Gefällt mir soweit, dass man da alle so ein bisschen braucht. So, jetzt gucke ich mal... Ja, hier sind doch auf alle Fälle, guck mal, Jägerplortis. Auf geht's. Ihr kriegt auch ein paar Möhris. Viele habe ich halt jetzt nicht mehr dabei. So, habt ihr hier noch was für mich zum Abgeben? Guck mal. Hier sind nur 4 solche, aber 29 von den anderen. Her damit, nehme ich alles mit. Und dann gehe ich vorne nochmal reingucken. Zack. Ich muss mal gucken, ich wollte ja eigentlich meine Sachen vollkriegen, ne? Meine, mal hier noch was gucken, meine Lager voll machen, aber das geht gar nicht. So viel wie die essen und so viel Plots, wie ich brauche, komme ich da leider nicht zu. Mal, sind hier noch Jägerplots drin? Nein, derzeit nicht. Ihr bräuchtet mal wieder Hühner, ne? Wahrscheinlich. So, was habe ich hier? Honig und Crystal. Crystal könnte ich noch gebrauchen. Honig brauche ich auch, aber kann ich jetzt nicht mitnehmen momentan. Ach so, okay. Tschum. So, dann, ach so, gehe ich mal wieder einen Teil. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ich gehe jetzt erstmal schlafen, das ist dunkel, ich gehe schlafen. Bis zum Morgen. Bis zum Morgen schlafen, bis zum Morgen schlafen. Zeugnisse gab es ja jetzt auch, ne? Ich glaube, jetzt haben alle Zeugnisse gekriegt. Wie ist denn dein Zeugnis ausgefallen? War es okay oder hättest du lieber was besser gehabt? Oder bist du vielleicht überrascht worden von irgendwas, was viel besser war, als du dachtest? Wie war denn dein Zeugnis so? Was stand denn drin? Meistens weiß man ja vorher schon, wie so ein Zeugnis dann ausfällt, oder? Also eigentlich weiß man das ja. Ne, man kriegt ja die Noten, man weiß ja, was für Noten man so geschrieben hat natürlich, also das weiß man ja. Guck mal, ich mach das mal so. 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 Aber kannst du mir mal reinschreiben, wie war denn dein Zeugnis? So, guck mal, davon habe ich jetzt, Mietz brauche ich noch und Honig brauche ich noch. Okay. Okay, die kann ich jetzt aber dann verkaufen erstmal. Dann gehe ich die mal geschwind verkaufen. Auf geht's. So. Weil ich brauche auch noch... Nee, Plot, Sammler und so sind jetzt überall, glaube ich. Ne? Ich glaube, das habe ich überall. Jetzt brauche ich noch Honig und die Pinken. Also Pinke sollte ich mir noch irgendwie organisieren hier. Also vielleicht nicht unbedingt im Gehege, aber die Plots brauche ich halt. Und zwar gar nicht so knapp, also... So, da sind Honig. Honey. Komm her hier. Zack, zack. Und Mietz brauche ich auch. Mietz brauche ich.
Ihr habt keine. Oh nein, ihr habt keine für mich. Ich hole euch schnell was zu essen. Oh nein, ihr Armen. Ihr habt keine Meatsplots für mich. Ich brauche welche. Oh Gott, ich muss hier meine Möhren einsammeln. Gut, dass ich hergekommen bin. Mensch, vor lauter Schreck, ne? Ich sag ja, man verfüttert die aber auch so schnell. Das ist unfassbar. So. Die essen ja Gott sei Dank auch Möhren, ne? Dann kriege ich da Meatsplots raus. Ich möchte doch in dieser Folge doch das erste Mal was bauen hier aus meinem Labor. Es wird doch mal Zeit. Hat doch lange genug gedauert. Immer rumlaufen, sammeln. Das ist so. Komm her. Einmal. Und da möchte ich doch wissen, was mache ich denn mit dem Honig? Also der wird ja keine Honigplots machen, ne? Der Honigsammler, sondern der wird ja Honig sammeln, dieser Bienenstock. Ich bin mal gespannt. So. Da hinten ist noch ein Huhn. Komm her, du Huhn. Ach, das kann ich nicht mitnehmen. Aber hier, Möhrchen. Möhrchen, 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 Möhrchen. Ich habe zu viele Möhrchen einstecken. Oh nein, oh nein. Warte, dann packe ich das jetzt aber hier rein. Damit ich die noch mitnehmen kann, weißt du? Die vergammeln... was war das denn? Die vergammeln ja sonst. Ist ja blöd. So. Ich möchte ja nicht, dass die hier vor sich hin gammeln. So. Eine noch. Zack. Und die Hühner. Kommt her, ihr Hühner. Ihr entkommt mir nicht. Ich sehe euch alle, ihr Hühner. Ba, ba, ba. Okay, ich habe schon wieder so viele Möhren einstecken. Da ist noch ein Hühnchen. Die Pogo-Früchte, wie gesagt, kann ich eh nicht mitnehmen. So, Meatsplots brauche ich. Also, die kriegen jetzt mal... Pass auf, die kriegen aber Karotten. Die essen ja auch Karotten. Zack, 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 zack. Gebt mir Meatsplots. Und zwar sofort. Das ist ein Befehl. Hier, ihr kriegt auch noch ein bisschen was. Und ihr kriegt auch ein bisschen was. Und ihr kriegt jetzt Hühner. Kommt her. Ne? Ach, die sind einfach so niedlich. So, und ihr kriegt Möhrchen. Und ich bin schon wieder radioaktiv verseucht. Und ihr kriegt Hühnerchen. Und ihr kriegt Karotten. Vielleicht sollte ich da einfach die pinken mit reintun, weißt du? Dass man hier so pinke und die blauen hat. Dann habe ich auch pinke Plots. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee. Ich sammle jetzt mal ein paar Fels-Slimes ein. So. Genau. Einwandfrei. Und was wollen die hier? Möhren brauche ich selber. Ich habe nur zu verschenken hier. Guck mal. So, die können hier leben. Hier, ihr habt eure Freiheit zurück. Dafür will ich die pinken. So, komm her. Ja, die Möhren. Ach so, Möhren kann ich nicht mitnehmen. So, 6 pinke. So, und noch einer. 8. So, zack, zack. Zack. Sehr gut, oder? Ja, ich glaube, das ist perfekt so. Schön. Dann habe ich hier jetzt pinke. Die setze ich dann da einfach mit rein. Und dann können die da vor sich hin wuselieren. Pass auf. So. Mal gucken, das werden jetzt wahrscheinlich ein paar viele sein. Aber das macht ja nichts. Rausnehmen kann ich dann immer noch. Aber dann habe ich auf alle Fälle da mal genug. So, die Honigplots wollte ich hier hinten noch hinbringen. Und dann brauche ich noch pinke Plots. Da sind meine Möhrchen gerade gewachsen. Das ist sehr gut. Kristallplots. Bam, bam. Felsplots. So, und die Honigplots. Komm her, die packen wir da einfach mal rein. So, und jetzt könnte ich das erste, glaube ich, bauen. Nein, da fehlen noch 2 pinke Plots. Na, das sollte jetzt ja kein Problem mehr sein. Das, der Vorteil bei den Pinken ist natürlich auch, dass die ja alles essen. Ne? Da ist es dann egal. Die, denen kann ich auch Gemüse andrehen. So, hier ist fertig.
abgebaut. Dann werde ich als nächstes nämlich mal Obst dann machen oder so, keine Ahnung. Aber meine Lager habe ich natürlich nicht aufgefüllt gekriegt. Also da muss ich ja ganz ehrlich sein. Das geht, glaube ich, gar nicht mehr. Hier, das ist auch fertig abgebaut schon. Und da kommt noch eine Fuhre, glaube ich. So, aber die kriegen jetzt Möhrchen. Möhrchen sind immer gut. Möhrchen, 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 esst mehr Möhrchen, esst mehr Möhrchen und macht mir viele Plots. Esst mehr Möhrchen, macht mir viele Plots. So, weil die Pinken brauche ich, glaube ich, für alles hier. Guck mal, ich gebe denen alle Möhrchen, die ich noch habe. So, und jetzt nehme ich die Einzelnen vielleicht mal... Oh, nee, dich nicht, aber die Kleinen hier... Oh, bisschen raus, weil ich glaube, es wird sonst etwas voll. Es wird ein wenig voll werden. Upsala. Oh. Okay. So, sehr schön. Guck mal, ja, da kommen doch die pinken Plots schon. Sehr gut. Was ist, geht denn mit euch hier? Was explodiert ihr denn da schon wieder rum? Das ist echt unhöflich, was ihr da macht. Komm her, gib mir die Mom. Einmal, zack. Und so... Okay, ich glaube, jetzt kann ich dann was bauen. Hurra, hurra, hurra. Zeit wird's jetzt mal, wa? Ja, jetzt, hier kommen die. Nicht, dass mir die Möhren vergammeln. Wie gesagt, das ist mir echt zu riskant hier. Und die wachsen auch nochmal. Gut, sehr gut. Brave Möhrchen. So, und so. So, jetzt kommen die pinken Plots hier rein. Zum Verkaufen lohnt sich eh nicht, ne? Das ist ja immer... So. Ich möchte bitte einen Bienenstock fabrizieren. Nicht genug... Ach so, ich habe jetzt... Habe ich einen fabriziert? Das ging ja schnell. Ich habe gedacht, da kommt dann irgendein Fabrizierungsgeräusch. Ja, da! Installieren. Ah, ist ja cool. Guck mal an. Und der macht jetzt da Honig. Und zwar für 21 Minuten. Na, ist ja total cool. Okay. Alles klar, finde ich lustig. Habe ich hier schon Möhren drin? Nee. Nee. Nee, anscheinend nicht. Dann mache ich die jetzt mal hier rein. Guck mal. Und ich könnte da auf den... hier, guck mal. Da mache ich das so und so. Davon habe ich eh nur so wenig, ne? Komm her, du Oka-Oka. Und eine Herzrübe. Zack. Guck mal, und dann kann ich doch hier... Jetzt habe ich ja eigentlich genug Geld. Fruchtbarer Boden kaufen. Sprinkleranlage kaufen. Slime-Scheuche brauche ich nicht. Ja. Ach, guck mal, ja, wie schön. Da wird dann viel mehr wachsen. Das ist sehr gut. Das könnte ich bei den anderen eigentlich auch mal machen. So. Fruchtbarer Boden und Sprinkleranlage. Hier natürlich auch. Dann ist das Geld auch gleich wieder weg. Na, aber ich habe jetzt so viele Slimes. Da ist das nicht so schlimm. Denke ich. Also ich denke, das passt dann schon, oder? Guck mal, und hier mache ich das auch noch. Fruchtbarer Boden und Sprinkleranlage. Sehr gut. Die Plots kann ich verkaufen gehen noch. Und dann mal schauen, was ich in der nächsten Folge mache. Da wird, ich werde jetzt das Labor wahrscheinlich hauptsächlich erstmal austesten, ne? Das heißt, es wird immer so füttern, Plot sammeln, Sachen testen sein. Oh, balla. Aber das passt auch. Guck mal, da. Ach Gott, die Honig-Plots sind ja richtig viel wert. 51, das ist echt viel. Okay. Na gut, aber mehr davon dann in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Ciao, ciao, deine Damakasch.